Wir wechseln nochmal die Sportart und gehen über zu Ski. Sie wissen, morgen beginnt der erste Weltcup-Slalom der Herren in Sestriere. Und übrigens startet der Pirmin Zurbriggen mit der Startnummer 3, glaube ich, wenn es mir recht ist. Und der Pirmin Zurbriggen stellen wir jetzt dann Ihnen vorstellen in einem Porträt. Zeigen, wie die Spitzenfahrer sich vor Monaten und Wochen bereits auf die neue Saison haben angefangen, vorbereiten. Wie sie sich in Schwung bringen. Eben am Beispiel vom Doppelweltmeister Pirmin Zurbriggen. Das Trainingsporträt hat der Beat Rauch für Sie zusammengestellt. Aber ich nur Schlagzeug auf die Knie. Ja. Jetzt haben wir einen Moment zusammen und jetzt macht Kack. Ja. Und dann ist fast nicht mehr mega. Das ist der machen wir so gut, dass wir zusammen am Ziel haben. Ich gemerkt, dass ich einfach die Knie nicht mehr strecken mag. Jetzt muss ich das Magen etwas drauf sehen. Sagst du Tömi erkennen, es für mich trinken. Sagst du Thomas erkennen, das Glas für mich trinken. Ein Naturtalent kann so etwas verkraften. Pirmin Zurbriggen ist eines. Was aber steckt hinter diesem Menschen, den alle mögen, dem keiner den Erfolg missgönnt, der alle an seinen Erfolgen teilhaben lässt? Woher holt er diese Kraft? Zum einen aus seiner tiefen Heimatverbundenheit. In den Bergen des kleinen Walliser Dörfchens Saas Almagell, wo seine Eltern ein kleines Hotel betreiben, hat Pirmin Zurbriggen tiefe Wurzeln geschlagen. Aus ihnen schöpft er immer wieder neue Kräfte. Zum Zweiten aber auch aus einer natürlichen, fast naiven Religiosität, die ihn bei allem Willen und Leistungsdrang Rückschläge fatalistisch hinnehmen lässt, ohne ein Gramm Selbstvertrauen zu verlieren. In diesen Punkten weiß er sich eins mit seinen Landsleuten, die stolz den Siegeszug ihres Pirmin in der mondänen, lauten Welt des Skizirkus mitverfolgen. Geschenke, zum Teil von ergreifender Herzlichkeit geprägt, belegen seine Heimatverbundenheit ebenso wie sein Stolz, trotz Welterfolgen zu dieser intimen Bergwelt dazuzugehören. Wenn man heimkommt, ist man manchmal sehr geladen ist so ein bisschen. Man muss einfach etwas müssen. Man hat mal vielleicht einen Wüt am Rand, den man nicht immer überall auslassen kann. Wenn es im Sport vielleicht nicht ist gegangen oder weiss nicht was. Und dann kann einfach manchmal kann ich daheim kommen und dann kann ich einfach etwas auslassen. Und da ist jemand da, der mir zuhört und wenn man einfach gut die Hand über hat. Und weiss, ja, die meinen es wirklich richtig mit dir. Und das ist einfach die Stütze. Und wenn du siehst, dass vielleicht eure Schwester da ist, die vielleicht das gleiche Problem hat und so. Und kann man das miteinander diskutieren und so. Und das ist für mich wichtig. Und auch wenn ich heimkomme, dann weiss ich, alles, dass da, wo man daheim ist, ist man einfach am liebsten. Oder? Dann komme ich immer gerne zurück. Neben der Familie hat auch das Dorf eine gewisse Bedeutung für Sie? Ja, sicher. Es ist, man hat seine Kollegen natürlich. Und wobei ich mir sage, ich sehe die also so wenig mehr. Ich sehe sie im Sommer, wenn ich sie ab und zu mal gut Fußballen. Ist aber schade, aber sicher hat das Dorf eine Bedeutung für mich. Weil wenn man sieht, dass das ganze Dorf in Reim steht, dann stellt das einen wahnsinnig auf und dann haben wir viel mehr Freude im Dorf. Was man bei Ihnen und auch bei Maxi Ullen immer wieder hat können lesen und hören, ist, dass Sie auch eine tiefe Beziehung zur Religion haben. Ja, das ist von daheim aus gegeben. Also einfach, dass die Eltern einfach immer gesagt haben, ja, ohne Glaube geht es nicht.
Und das habe ich einfach immer so ein bisschen von jung auf so mitgenommen und habe einfach wirklich das selbst mal so zur Überzeugung gekommen, dass wirklich ohne Glaube und ohne Gebet mir einfach nicht gegangen ist. Tönen Sie auch zum Beispiel vor einem Rennen beten in Bezug auf das Rennen? Also nicht direkt vor dem Rennen, aber sicher am Abend vorher dann sicher ein Missgebet machen, dass der Herrgott mir soll ein bisschen helfen und dass er nicht gerade so etwas Verletzung oder so, dass mir irgendwie geht. Birmin Zurbriggen ist aber nicht nur psychisch, sondern auch technisch die Ausgeglichenheit in Person. Er gehört nicht nur in der Abfahrt, sondern in allen vier alpinen Disziplinen zur ersten FIS-Gruppe, trainiert vorwiegend mit den Technikern, um handkerum in der Abfahrt zu den Besten zu gehören. Weltmeister in der Abfahrt, Weltmeister in der Kombination, Silbermedaillengewinner im Riesenslalom, Zweiter des Gesamtweltcups, die Erfolge des letzten Winters belegen es. Ja. Zu solchen Erfolgen gehört ein besonderer Charakter. Ja, charakterlich ist er wirklich sehr gut, das ist nicht gezählt. Er kommt bei China Trainer gut aus, bei den Vorgesetzten sehr gut aus. Und durch das hat er die grosse Stärke gesehen, dass er da ist. Der hat die Eigenschaft, erstens einmal eine sehr große Anpassungsfähigkeit an alles, also im Training sowie auch an mit Favoriten und an mit Konkurrenten sowie auch an die Teamkollegen. Er hat eine sehr große Anpassungsfähigkeit und eine rasche Anpassungsfähigkeit und das ist ja, glaube ich, das große Plus bei so Ausnahmetalent. Nicht, dass sie mehr trainieren oder weniger trainieren oder größere Talente sind, sondern die haben die Fähigkeit, so rasch wie möglich an alle Situationen anzupassen. Und das ist beim Birmin sein großes Plus. Wie erleben Sie seine Rennen, wenn Sie sie im Fernsehen anschauen? Also ich schaue immer zu, aber... Und ich schaue nie zu. Warum nicht? Ja, es, vielleicht ein bisschen, also heisst das Riesenslalom und Slalom und Super-G, denn ich vielleicht einfach nicht schaue, aus einem gewissen Mütterinstinkt, den man hat, dass ich einfach ein Skate-Mutter nicht gehört oder so, und tapfer tue ich einfach nicht schaue, wenn ich so grosse Angst habe. Einer von Ihren Stärken ist der Mut. Haben Sie nie Angst? Ich wollte das halt nie sagen, dass ich gerade nie Angst habe. Aber ich kann mich gut überwinden. Und das habe ich schon, wenn ich kleine Bübe war, habe ich das kennen. Und nun beginnt also die neue Saison. Wird das Knie der Nation, wie im letzten Winter, wieder für Schlagzeilen sorgen? Der Meniskus, der Teil Meniskus, den ich noch drin habe, der hat sich wahnsinnig gut eingefügt. Und das habe ich dieses Jahr im Sommer durch die Arthroskopie, die wir gemacht haben, nochmal anschauen und gesehen, dass das wirklich tiptop in Ordnung ist. Ich einfach kurz einmal hatte ich eine Entzündung drin, aber das ist jetzt wieder weg. Und ich muss sagen, wenn man ein Problem macht, macht man bald mit zu rechten Knieproblem an die Linke. Was haben Sie sich für diese Saison vorgenommen? Ja, für diese Saison ist es natürlich schwer, etwas für mich vorzunehmen. Wenn man so viel erreicht hat in der letzten Saison, kann man im ersten Moment fast nur ein bisschen verlieren. Aber ich glaube, ich habe mir vorgenommen, einfach Slalom in der ersten Gruppe zu bleiben, dass ich das Ziel machen kann und schauen, dass ich auf der Gesamtwelt eine Chance habe, dass ich da zurückerobern kann. Das wäre schön.